Für 1 Million Euro gehe ich ins Dschungelcamp. Das hat Schauspieler Martin Semmelrogge vor 6 Jahren gesagt. Tja, so sieht man sich wieder. Und ganz so teuer war er dann doch nicht. Martin Semmelrogge ist Teil der neuen Staffel Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Ja, nicht weil ich es nötig habe oder weil ich Spaß haben wollte. Taschengeld ist auch, kann man nicht meckern, aber ich wollte, hab einfach Bock gehabt. Aber Bock worauf? Auf die Krabbeltiere, den Nahrungsentzug, die nervigen Mitcamper? Ich hoffe ja, meine Mitstreiter, dass wir, dass nicht nur Flanner da drin sind, Influencer, die nur noch weinen, wenn sie von irgendwas zu Hause denken. Ja, ich finde das so eine Unart mittlerweile, dass jeder, auch wenn er einen Gruß kriegt, sofort anfängt zu flennen und so. Starke Worte von einem starken Typen. Martin Semmelrogge kennen wir als deutsches Schauspiel-Urgestein. Rollen in Schindlers Liste und Das Boot haben ihn berühmt gemacht. Nun bricht er auf zu neuen Abenteuern und er hat Großes vor. Auf jeden Fall dachte ich mir, kannst du mal ein paar Omis erschrecken im Zoo, im Dschungel. Probleme könnten ihm allenfalls das wenige Essen bereiten. Der 67-Jährige liebt gute Kost. Ich esse auch gerne. Ich muss in meinem Alter, meine Frau, die liebt meinen Bauch. Das ist zwar gelogen, aber es stört sie nicht so. Naja, aber ich meine, ich muss jetzt auch nicht abnehmen. Wird wahrscheinlich aber trotzdem passieren. Außer Martin holt reichlich Sterne fürs Team. Bock hat er auf jeden Fall. Aber ja, ich hoffe, es ist safe. Also ich will jetzt auch nicht im Dschungel sterben. Also ich meine, ich denke mal, das wird alles cool ablaufen. Das wird es. Versprochen.